Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Bloons Diddy Battles Freunde. Hier ist wieder euer Ruby. Und diesmal live kommentiert, live und in Farbe wieder zurück. Jetzt finden wir recht schnell was. Okay, die Map skippe ich. Ich warte immer, ob er die skippt. Und wenn nicht, dann skippe ich die, weil die eben, die war echt. Oh Gott. Da sterbe ich auf dieser Map. Also im wörtlichen Sinne. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie lange der braucht. Und der hat irgendwas hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Heißt, er war mal extrem gut in einem, also in einer Liga. Die wird ja anhand der Matches, die man gemacht hat, festgesetzt. Ja, komm schon so. Ich guck gerade, ob man hier noch mehr reinkriegt. Nee, aber ich schätze halt, wie gesagt, nur diesen einen. Na gut, dann setzen wir hier noch einen hin. Und dann haben wir erstmal eine ganz gute Verteidigung. Dann kann ich den hier auch wieder wegnehmen. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung von Geld, aber egal. Okay. Der fängt auch schon an, uns Sachen zu schicken. Ah nee, da setzen wir mal noch einen hier ans Ende. So, komm schon. So. Und dem geben wir doch prompt hier Advanced Intel, sobald es möglich ist. So. Und damit kann er dann auch Ballons von hier oben abschießen, sobald die nämlich in der Reichweite von diesem Tower hier sind. Was natürlich extrem cool ist, weil das für uns eine kleine Entlastung bedeutet. So, Runde 6 muss ich dann mal anfangen, so ein bisschen zu spammen. So, und hier tue ich jetzt mal noch einen Ninja Monkey hin. Ninja-Disziplin mache ich noch und danach spare ich mir erstmal kurz hier mein Geld und alles. Boah, der hat was gegen uns hier. Komm, ich würde noch gerne Sharp Shurikanes machen, damit wir hier nochmal wenigstens ein bisschen mehr durchziehen. Ich weiß nicht, doch, das schaffen wir noch, das schaffen wir. Ich würde trotzdem dem hier gerne auch noch schnell die Twin Guns. Twin Guns. Ich dachte, wollte ich jetzt schon Twin Towers sagen. Meine Fresse. Ja, lange nicht aufgenommen. Lange ein bisschen. Keinen Bock, keine Zeit gehabt. So, jetzt wird aber werden hier Ballons gespammt und unser Eco, unser Income wird erhöht. Dort, das Grüne seht ihr ja noch. Ja. Jetzt ist es im Prinzip nur daran zu warten, so ein wenig, dass wir hier vorwärts kommen. Ich mache das meistens mit den grünen Ballons bis Ende von Runde 8. Bis Ende von Runde 7, genau. Runde 6 werden sie freigeschaltet und dann spamme ich die meistens 2 Runden lang. Da habe ich dann eigentlich die Eco, die ich möchte, außer wenn jetzt hier drüben sowas passiert. Da muss ich schon mal jetzt vorsorglich hier den Boost reinhauen. Aber das kriegen wir noch hin. So. Ich überlege gerade, ob ich auf 1000 spare und mir diesen Airburst hole. Oder ob ich noch was anderes tue, was eigentlich gar nicht so blöd wäre. Ach, komm her, Airburst. Ja, jetzt hat der natürlich kein Advanced Intel und schießt gar nicht auf die dort. Das ist natürlich jetzt echt extrem intelligent gewesen von uns. Hätte man lieber den hier unten machen sollen. Der hätte nämlich fast das ganze Spielfeld beschießen können. Ja, hier überlappen die sich quasi ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen. Nicht wirklich lohnend, aber trotzdem. Du kriegst jetzt einen Magier hier hinter dich. Intense Magic und danach kriegt er einen Lightning Bolt. Ich versuche bis zu Runde 25 auf eine 1000er Eco zu kommen. Heißt, wir werden ein bisschen später spielen. Und auch wenn es jetzt bei uns ein bisschen rustikal aussieht, weil wir halt schon so mehr Tower haben, er hat dafür wenigere und gut geupgradete, ist es trotzdem noch effektiv. Ihr seht schon hier. Cool, unser Affe kann zum Glück hier die Getarnten sehen. Unser Ninja-Affe, das sind ja alles Affen, fällt mir gerade so ein. Hä? So, aber jetzt senden wir erstmal hier ein paar Pinke. Nicht um den fertig zu machen, einfach um unser Income zu erhöhen. Ich glaube, ich mache aber weiter hier die hier zu senden. Die werden auch recht schnell gesendet und da ist unser Geld halt nicht die ganze Zeit weg. Heißt, wir können dem dauerhaft was rübersenden.
dass die dauerhaft so ein bisschen im Ansturm ist. Das lässt nämlich bei ihm zumindest den Anschein erscheinen, dass wir immer noch Interesse an ihm haben. Naja. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt verstanden hat. Aber wenn man ihn damit zuspammt, dann merkt er auf jeden Fall, dass es schwieriger wird, beziehungsweise denkt, dass es schwieriger wird und wird daraufhin seine Verteidigung upgraden, so hoffe ich doch, und sein Geld ausgeben, was er ja sonst in die Verteidigungsmaßnahmen stecken könnte oder in die Angriffsmaßnahmen, so rum. Die Verteidigungsmaßnahmen, da wollen wir ihn ja zu bringen, dazu investieren. So, jetzt haben wir hier erstmal eine ganz gute Eco. Da muss ich später weitermachen. Jetzt kommen die nämlich auch schon relativ weit bei mir. Da würde ich jetzt gerne hier auch mal noch die Erbe-Starts schnell machen. Braucht nur noch kurz, Moment. Und 48, so. Ja, das wusste ich wie gesagt auch noch nicht, dass der Ninja hier die Dinger sehen kann. Boah, zu was hat denn sein Ninja jetzt geupgradet? Oh Gott, mal kurz strecken hier. Oh, jetzt wird es wieder laut, wenn ich wieder näher ans Mikro rankomme. Das ist sehr empfindlich, dieses Mikro. Also, ja, man braucht nur ein bisschen davon wegzugehen und schon verändert sich die Tonlage komplett und alles. Also, sehr mysteriös. So, Lightning Bolt, mal gucken. Warten, warten. Ach, komm schon hier. Das dauert immer so Ewigkeiten. So. Ich glaube, wir kommen nicht bis zu dieser angestrebten 1000, von der ich gesprochen hatte. Aber wir haben dann wenigstens eine super Verteidigung. Und selbst wenn hier halt welche durchkommen, können die einfach aufgehalten werden. Das ist dann für unsere Verteidigung überhaupt kein Problem. So soll es natürlich auch sein, dass wir keine Probleme haben, das abzuwehren. Ihr seht schon, die kommen eigentlich nicht weiter als bis zu der Kurve hier. Und für alle Leute, die sich wundern, das ist ein Spiel fürs Handy bzw. fürs Tablet. Ich spiele das aber mit dem BlueStacks-Emulator auf dem PC. Der simuliert quasi eine Android-Umgebung. Zwar eine sehr alte Android-Umgebung, also ich weiß nicht von vor wie vielen Jahren diese Version ist. Aber auf jeden Fall funktioniert's. Und es ist deutlich einfacher so aufzunehmen. Weil man hat es einfach größer, man kann das genauer anpassen und vor allem ist es halt von der Performance auch viel besser am PC laggt, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, erst sehr viel später. Da war ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe es mal lieber gezündet hier. Lieber auf Nummer sicher gehen, wie gesagt. Ich überlege gerade, ob ich immer spare, dass ich dem einen hier irgendwas gebe. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Ich gebe dem hier mal die Missile. Und dem hier gebe ich noch Advanced Intel, dass der auch ordentlich reinrotzen kann von überall. Und dann müssen wir erstmal hier unser Income wieder erhöhen. Jetzt haben wir wieder eine einigermaßen gute Verteidigung, aber sobald die wieder zu dieser Kurve vordringen, werde ich wieder anfangen, die zu upgraden. Denn momentan sieht er mir nicht so aus, als würde er mir hunderte von Ballons schicken wollen. Ah, okay, ihr seht schon hier. Ich muss wieder anfangen. Ich gebe dem hier erstmal noch Distraction. Und packe dann hier noch ein paar Boote hin. So, Boot Nummer 1. Die sind halt unglaublich billig, diese Boote. Was auch gut ist. Und ich warte jetzt mal eben. Ich will nämlich diesem Affen hier oben die Flashbomb geben. Und vorher erhöhe ich hier aber mal noch kurz unser Income. So, da haben wir das, was wir wollen. Unsere 1000 Eco haben wir doch noch geschafft. Mit diesen schwarzen geht es halt relativ schnell, also ist echt cool. Sobald man dann so bei Runde 18 ist, sollte man die auf jeden Fall nur noch nehmen, wenn man seine Eco aufbauen will. Neben, je länger man das spielt, desto mehr lernt man über solche Sachen natürlich auch in diesem Spiel. Allerdings, ja, man muss halt irgendwann die Balance finden zwischen Verteidigung und Angriff, wann man welche Ballons schicken muss und muss halt auch flexibel reagieren und sowas. Also es ist nicht immer ganz einfach, aber dieses Schwierige, dieses Herausfordernde ist halt das, was Spaß macht und deshalb, ja. Deshalb spiele ich und so viele andere Leute das bestimmt gerne. So,
Jetzt geben wir dem hier auch erstmal wieder sein Lightning-Witz, irgendwas. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Und dann upgraden wir noch unseren Ninja, dass der auch Sharp Shurikens und Distraction hat. Und dann werden wir ab jetzt erstmal nur upgraden. Ich überlege gerade. Achso, können wir hier. Wir hatten schon. Ist immer noch locked. Ich will mir das Ding hier halt. Ich muss mir das irgendwann mal zulegen, kaufen. Ich werde jetzt diesen Magier hier erstmal Dragon's Breath geben. Der Atem eines Drachen. Und ihr seht schon, dieses Feuer, das haut dermaßen rein. Also, ja. Da kann man sich echt nicht beschweren. Das würde ich dem hier auch gerne noch geben. Aber ich glaube, ich fülle hier erstmal die Zwischensachen aus. Und packe da Magier und alles rein. Ah, schade, hier passen keine zwei hin. Zumindest hier noch nicht. Hier dann vielleicht. So. Noch ein geupgradeter Magier. Und wir brauchen noch einmal kurz 42 war es, genau. Das ist halt, soweit ich weiß, immer ungefähr alle 6 Sekunden. Und da kommt schon dieses erste Luftschiffboot irgendwas. Und ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Die sind halt nicht unbedingt schwach und ja. So, jetzt haben wir erstmal wieder eine sehr gute Verteidigung. Und ihr habt schon gesehen, diese Flashbomb, die ist einfach unglaublich. Da bleiben die Ballons halt erstmal ein paar Sekunden auf der Stelle stehen. Die sind geflasht, also ja. Ich überlege gerade, ob ich hier. Na, ich gebe den Dingern hier erstmal noch die Missile, weil das hilft natürlich extrem weiter. Und dann sende ich ihm hier mal noch Ballons, ein bisschen unser Income wieder erhöhen. Noch schaffen wir es ja recht gut, aber wenn diese ganz großen Moabs dann kommen. Also, ich weiß nicht genau, ob und wie wir das schaffen. Vor allem, wenn dann mehrere von denen kommen. Ich bin halt niemand, der gerne Late Game geht, also solange das ausspielt. Ich versuche halt die Gegner mal möglichst schnell zu erledigen. Was ja meistens auch klappt, aber je weiter man halt kommt in diesem Spiel, desto bessere, in Anführungszeichen, Gegner trifft man. So, und jetzt hier erstmal kurz Double Shots. Und Seeking Shurikens und Distraction können wir auch noch machen. Ich werde diese nämlich zu Blue Jitsu Ninjas machen. Und Blue Jitsu ist einfach mal eine derbst abgefahren coole Fähigkeit, dass ich erstmal hier das einsetze. Sicher ist sicher. Ihr seht schon hier, der Ninja wirft die ganze Zeit seine Flashbomb, die kommen quasi gar nicht mehr voran. So, aber jetzt wollte ich hier erstmal meine Blue Jitsu Ninjas haben. So, jetzt werfen die nämlich 5 solche Dinge auf einmal. Was natürlich extrem hilfreich ist. Also damit zerschnetzeln die halt wirklich alles. Komm her. Wo bleibt denn unser Geld? 42, komm schon. So. Es geht halt jetzt immer langsamer ein bisschen, weil es anfängt richtig zu laggen. Wenn man gerade vom Teufel spricht, hier sieht man diese ganzen Ninja-Dinger, wie die rumfliegen. Und wenn dann hier mal die Raketen kommen, also es ist unglaublich, wie die reinhauen. Die treffen sie ja auch schon außerhalb des Bildschirms. Der kann es nicht lassen, uns solche Sachen zu schicken, hä? Schaut mal an, wie langsam hier das läuft. So, ich gebe jetzt dem hier auch mal Dragon's Breath. Und werde ihm dann erstmal ein paar Ballons noch wieder schicken. Ich habe ein paar gesagt, 2 Stück. So. Ich meine natürlich ein paar mehr. Denn unser Income möchte ich schon noch gerne ein wenig erhöhen. Die kommt zwar erstaunlich weit schon bei uns, also wir sind bei weitem nicht auf der sicheren Seite. Aber, naja. Die Ninjas hauen schon ordentlich rein und helfen da aus. Also, so schlecht sieht es jetzt nur auch wieder nicht aus. Das können wir, glaube ich, erstmal so lassen und unser Income erhöhen.
auf irgendwas mit, ja, so viel, 1500, das passt sicherlich. Und dann überlege ich gerade, ob ich dem hier auch Dragon's Breath gebe, aber ich gebe, glaube ich, dem hier unten erstmal den Wirbelwind. Und ich gucke gerade mal. Pops Bloons and blows them faster, further and more of them. Moften. Ja. Summon Phoenix. So, Phoenix ist natürlich schon. Jetzt sendet er uns allen Ernstes so zwei Moabs, also das ist unglaublich. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber wir haben die 5000 ja fast. Wenn wir die beiden jetzt kaputt kriegen würden, ich sehe es halt kaum hier. So, 5000 und dann werden wir uns direkt hier mal den Phönix holen. Schaut euch den Phönix an. Wunderschön. Der hat halt auch ordentlich Angriffspower, soweit ich das weiß. Aber ich bin mal lieber vorsichtig und hau hier noch die Special Ability rein. Und dann will ich dem hier, glaube ich, noch das hier geben. Den Tempest Tornado. Damit der Tornado schneller kommt und auch Schaden macht, was natürlich extrem geil ist. Wenn der noch Schaden macht. So. Boah, schaut euch diesen Zauber an. Der sieht ja jetzt richtig widerlich aus. Also, blah. Die Hand reichen möchte ich dem nicht mehr. Dauert jetzt kurz, bis das hier abgeklungen ist. So, wir haben jetzt hier Sabotage Supply Lines, habe ich jetzt mal gemacht. Ah, okay, so funktioniert das dann. Der schickt uns einfach mal drei von diesen blöden Dingern. Das ist ja unglaublich, ey. Wo kriegt er das ganze Geld her? Können wir hier noch irgendwo eins reintun? Bitte. Nee, das ist natürlich auch eine echt gute Map. Um so viele Dingens zu haben. Aber naja. Lasst uns noch mehr Ninjas bauen. Ninjas, kommt schon hierher. Ah. So, am Handy oder am Tablet ist es halt so dermaßen schwer, diese Lücken genau zu finden. Also ich spiele es auch auf dem Handy. Auch unterwegs manchmal. Und ja, es ist ziemlich schwierig, finde ich. Boah. Das ist nicht gut, wie das da bei uns durchkommt. Und ich sehe einfach mal gar nichts mehr. Ich gebe dem hier mal noch Dragon's Breath. Und jetzt geht es wieder hier richtig ab. Und ich sehe natürlich wieder nichts hier. Hallo, komm schon, Blue Jitsu hier. Du willst dich doch nicht gegen den Blue Jitsu wehren. Blue Jitsu, komm, jetzt auf die Stelle. 29:30, so, geht doch. Ich glaube, wir brauchen mehr Income. Also ich frage mich auch, wie er es schafft, mir die ganze Zeit so Dinger zu senden. Ich meine, diese Moabs schmälern ja auch sein Income. Boah, und schaut euch das an, wie dem seine Max-Helikopter einfach mal rasieren. Ihr seht schon, die halten das beinahe alleine auf, also sie sind extrem sinnvoll. Wer also Late-Game gehen möchte, dem würde ich auf jeden Fall Ballons empfehlen. Ihr seht schon, die sind unglaublich mächtig. Ich gebe jetzt für dieses Spiel fast meine ganze Energie aus, aber ich sehe nicht ein, warum ich das nicht tun sollte. Ich würde dem hier jetzt gerne noch den Summon Whirlwind geben. Einfach um die kleineren Ballons wegzupusten alle. Komm schon. So. Boah, hier, schaut euch das an, die ganzen Dinger hier. Bam. Und schon sind sie weg. Unglaublich. Ach, das nimmt das, wenn die ganz, ganz voll sind. So, interessant. Ich möchte den hier ganz vorne halt immer Flashbombs geben. Und denen, die dann weiter außen stehen, weiter innen meine ich natürlich, den möchte ich dann Blue Jitsu geben. Oh, ich muss mich mal umsetzen. Jetzt habe ich so lange gespannt in einer Position gesessen. Hier, der setzt jetzt auch seine Special Ability ein. Das werden wir auch nochmal machen, wenn er das auch macht. Und er hatte nur einen da und wir haben jetzt hier schon noch einen und ganz viele von denen da.
Also ich weiß nicht, ob es wegen uns leckt oder wegen ihm. Ich schätze mal wegen uns, weil wir haben ja wirklich hier Unmengen an Zeug dastehen. So, ich mache jetzt einfach mal so hier. Und dann haben wir noch einen Phönix. Den könnten wir eigentlich immer wieder einsetzen. Müsste ich halt nur mal dran denken auch. Ich guck gerade mal, ob das hier... Oh ja, da geht unser Income runter. Will ich aber nicht. Ich will viel Income haben, damit wir uns hier viel, 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 viel Zeug bauen können. Und wir haben auch ganz schön viel Geld gerade, aber ich kann es nicht ausgeben. Bitte, ich mag das ausgeben. Ach, das macht auch minus 5. Das Ding hier macht noch minus 6. Okay, dann werden wir das wohl mal rausgeben. Hier so. Es geht aber auch extrem langsam hier vorwärts. Ich glaube, wir nehmen wieder... Wir könnten ja einfach mal auf Spaß die hier nehmen. Schaut euch das an, wie viel die dann kosten. Die kosten ordentlich. Und rauskommen tun sie auch ganz schnell. Also das ist, ja... Nicht wenig. Oh. Das ist interessant, was gerade auf unserer Seite hier abgeht. Das war mir nicht so bewusst. Überhaupt nicht bewusst, um genau zu sein. Jetzt will ich hier unsere zwei Ninjas wieder hinklatschen. Wenn das funktioniert. No, wieder nicht. Aber das wären jetzt getreue Blue-Jitsu-Ninjas. Dann wirft er nämlich immer seine fünften hier Wurfsterne gleichzeitig. Und Distraction könnten wir eigentlich auch noch machen, obwohl das bei so großen, vielen Ballons eigentlich nicht mehr viel bringt, glaube ich. Boah. Steifnacken hier. Kackt gerade. So. Dem geben wir auch mal noch Distraction und dann werden wir ihn auch noch zu Blue Jitsu upgraden. Und hoffen, dass er hier sein Wort als Ninja hält und uns bis zum Tod verteidigt. Obwohl das ja die Samurai waren. Aber das war's jetzt auch, oder? Ja. Ich glaube, das halten wir nicht mehr lange durch. Aber er musste jetzt auch schon zünden, was ich gar nicht verstehe. Die sind ja noch überhaupt nicht weit bei ihm. Und trotzdem gibt er dafür Energie aus. Komm schon, Blue Jitsu. Nein, und es ist vorbei. Glückwunsch. Langes, gutes Spiel. Und ja. Über Popper eben hier noch ein paar Sachen freigeschalten. Können wir uns ja mal kurz ansehen. Lade, lade, lade. Also wie gesagt, hier so sieht der Emulator aus. Neue Spiele entdecken. Nee, will ich jetzt eigentlich gerade nicht. Sondern ich will so einen Verlauf, was dort gerade so passiert ist. So, 8 von 16 haben wir schon. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber über Popper. Boah, 1 Million. Boost 100 times. Wow. Also, krass. 20 Quick Play Battles in a row. Ich hatte schon 17 geschafft, aber danach hatte ich verloren. Also, es war, naja, ich würde mal sagen, knapp. Aber trotzdem, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlagt mir doch mal ein paar Sachen vor, die ich spielen soll. Mir wurde ja vor kurzem vorgeschlagen, mal ein bisschen hier Minecraft PvP zu machen, aber da bin ich einfach nicht gut drin. Nicht wirklich. Ich war mal mittelmäßig, würde ich sagen, aber jetzt bin ich unterirdisch. Also, ja. Ich bin halt eher der gemächliche Typ, der sich aufbaut. Und halt lieber auf die kurze Zeit taktisch handelt. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und Kommentare sehr erwünscht. Ja, ciao.